Amen. Schön, dass du da bist. Darfst dich gerne setzen. Ich darf seit letzten September mit meiner Familie in Freiham wohnen. Das ist so ganz im Westen, quasi der alleräußerste Grenze von München, wo ein neuer Stadtteil entsteht. Da ist so geplant, dass im nächsten Jahrzehnt etwa noch die größte Baustelle Europas oder einer der größten Baustellen Europas sein wird und etwa dann, ich glaube in 10 Jahren, 25.000 Leute dort wohnen und 15.000 Leute dort arbeiten sollen. Also das wird riesig groß aufgezogen. Genau, mit all seinen Vor- und Nachteilen, wie bei jedem Umzug, wägt man ja mal so ab, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von Wohnung, Wohnungsgröße, Zimmer, Schnitt der Zimmer, Miete, Nachbarn, Umgebung, Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel, an Supermärkte und so weiter. Und dann wägt man ab, okay, ist das wert oder nicht. Und Vorteil bei uns ist, dass wir quasi in unserer Wohnung gar keinen Fernseher mehr brauchen. Die Kinder, die können einfach nur am Fenster stehen und sehen da einen Bagger nach dem anderen entlangfahren. Da kommen echt riesengroße Kräne vorbei, die dann so große Tonnen hochheben, über ein Haus drüber, auf das nächste und dann dort irgendwie die Erde ausschütten für die Dachbegrünung und so. Genau, dann kommen da Planierwalzen und was da nicht alles gibt. Wirklich super, super interessant. Besonders unser Kleinster mit 1,5 Jahren, der sitzt dann immer so ganz lieb, ganz nett an seinem Fensterbrettchen und guckt dann raus und beobachtet da alles, was da passiert. Wann die neuen Fenster eingebaut waren, wann da zum 1000. Mal gestrichen wird und grundiert wird und so weiter. Genau, Nachteil leider ist aber, dass mein Auto quasi eine neue Farbe bekommen hat. Das ist nicht mehr so ein schönes Anthrazitgrau, sondern das ist jetzt mit so einem schönen Sandüberzug permanent überzogen. Und das kommt sogar in meine Wohnung rein. Neulich habe ich so einen kleinen Stapel für die Schule auf dem Fensterplatz da geparkt für eine Zeit. Und dann wollte ich das wieder nehmen, habe wirklich eine dicke Sandschicht plötzlich auf meinem Finger gehabt. Und irgendwie kommt dieser Sand in meine Wohnung rein. Vielleicht ist das bei dir auch so dieses Phänomen, dass irgendjemand in deiner Wohnung auch immer Staub dahin streut. Also das ist mir aufgefallen in der WG, wo ich vor einigen Jahren gelebt habe, jetzt zu Hause auch. Meine Kinder, die Verdächtige, meine Frau hat es auch immer noch nicht zugegeben, weil früher, als ich bei Mama gewohnt habe, da war kein Staub irgendwie. Aber seitdem ich in meine WG gezogen habe, ist irgendwie dieser Fluch des Staubes auf mir. Vielleicht können wir da am Ende nochmal für beten. Vielleicht ist das bei dir auch so, dass dieser Fluch des Staubes irgendwie reinkommt in deine Wohnung. Du hast nichts gemacht, keine Mühe, keine Anstrengung und plötzlich ist alles voller Staub. Ich verdächtige immer noch meine Frau, aber ich werde das schon rauskriegen. Und im Sommer jetzt, ich habe im Lobpreis ziemlich wenig Hände oben gesehen, da werden, ohne dass wir irgendwas tun, irgendwie was nass. Nicht nur die Augen werden manchmal feucht im Lobpreis, sondern auch manchmal scheuen wir uns die Hände zu heben. Wir haben eigentlich nichts gemacht. Ich habe mein Hemd jetzt auch erst eine Woche an, aber irgendwie winkt mir meine Frau nur noch und meidet mich ein bisschen. Ich habe eigentlich nichts gemacht, denken wir oft. Aber genau ist das Problem. Dass wir oft Dinge in unserem Leben haben, die ganz von allein kommen, und die kommen, weil wir eben nichts gemacht haben. Der Sand auf meinem Fensterbrett, der ist nicht dadurch gekommen, dass ich was gemacht hätte. Der Schweiß unter meinen Armen ist nicht gekommen, weil ich was gemacht hätte, sondern weil das Wetter wärmer geworden ist. Der Staub in deinem Zimmer, unter deinem Bett, in deinem Schrank, wo du nicht jede Woche putzt, der ist nicht gekommen, weil du was gemacht hättest, sondern weil du nichts gemacht hättest. Und nicht nur in unserer Wohnung mit der Unordnung, die ganz von allein kommt, ist das so, sondern auch oft mit unseren Beziehungen, wo du dir denkst, ich habe doch nichts gemacht. Ja, genau, das ist das Problem. Dass sich Dinge einschleichen in unserem Leben und wir immer wieder eine Dusche bräuchten, aber die vielleicht seltener vornehmen, als unser Partner sich das wünschen würde. Und unser Leben immer wieder eine frische Dusche braucht. Und heute Mittag wollen wir einen Text lesen, wo Jesus auch seinen Freunden eine ganz besondere Dusche verpasst. Lass mal gleich mit mir aufschlagen, im Neuen Testament, Johannes Kapitel 13, eins meiner 265 Lieblingskapitel. Genau, wo wir hier in diesem Kapitel kurz vor Ostern sind, kurz vor dem, dass Jesus am Kreuz stirbt und er gerade sicherlich die herausforderndsten Stunden in seinem Leben erlebt, wo er weiß, morgen wird etwas kommen, was mich alles kosten wird. Und er sagt aber auch, dass er bei diesem Passamahl, bei diesem Abendmahl, was beschrieben wird in Kapitel 13, dass er sich sehr darauf freut, weil er weiß, dieses Passamahl, was wir jetzt feiern, ist nicht nur eine Feier dessen, was vor Jahrhunderten passiert ist mit dem Volk Israel, sondern das ist das, was beschrieben wird, was morgen passiert.
Das Morgen, wo er das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib, das ist das, was mit meinem Leib morgen passiert wird. Und ihn auch den Kelch reicht und das, den Wein anschaut und sagt, das ist wie mein Blut, das morgen vergossen wird. Genau, diese Prinzipien, die wir hier in diesem Kapitel lernen, sind enorm wichtig, dass unser Leben eben nicht, mein Glaube eben nicht staubig und stinkend ist, sondern mit dieser Frische, mit dieser Freude und der Fülle im Heiligen Geist. Halleluja. Genau, wir schauen rein ins Kapitel 13 und da sehen wir, dass Vers 1 diese Herzenseinstellung Jesu beschrieben wird und ab Vers 2 starten wir dann quasi, setzen wir uns mit an den Tisch. Wir fangen aber bei Vers 1 an. Also Johannes 13, Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also er wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Genau, diese Liebe, die wir bei Gott oder bei Jesus sehen, ist eine Liebe, die wir meistens missverstehen. Weil wir uns viel öfter, wenn wir uns über Liebe Gedanken machen, auf unsere Biografie beziehen, anstatt auf die Bibel. Und deshalb ist es manchmal so, dass wir denken, Gott liebt mich, ja, ich weiß, das habe ich schon 500.000 Mal gehört. Und trotzdem behaupte ich, dass die wenigsten von uns tatsächlich eine genaue Vorstellung haben, was das tatsächlich bedeutet. Liebe ist in aller Munde und trotzdem ist das etwas, was uns Menschen so, so fremd ist. Das ist so eine Woche, die Jesus mit seinen Jüngern feiert, wie alle Juden damals. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Ging eine Woche lang und am letzten Tag, was wir dann im Vers 2 sehen, ist so dieser Hauptfesttag, wo das Passamahl eingenommen wird und wo sie feiern, dass Gott einen neuen Bund mit dem Volk geschlossen hat. Genau, gerne die erste Folie, wo du siehst, nicht mein Auto, aber ein Auto, was schon geputzt wurde. Meins sollte ein bisschen öfter geputzt werden. Genau, und gleich den ersten Aspekt, den dieses Kapitel uns so glasklar vor Augen stellt, ist die Liebe. Ist die Liebe Gottes, die er hat für uns. Und wir haben kaum eine Ahnung, was diese Liebe für eine Qualität hat, die Gott in seinem Herzen für uns hat. Weil, wie die Bibel beschreibt, wir seit dem dritten Kapitel ein Verständnis verloren haben von diesem Wesen Gottes der Liebe. Die Bibel beschreibt es, dass in Kapitel 3 etwas Dramatisches passiert, was dann dazu führt, dass im Neuen Testament Jesus überhaupt sterben musste. Geboren und sterben musste. Ist, dass der Mensch sich gegen Gott entscheidet und das nicht nur einfach eine Strafe nach sich zieht, so einmal auf die Finger hauen, sondern es zieht nach sich, dass der Mensch sein göttliches Wesen verliert. Diese Vertrautheit, diese Ebenbildlichkeit im Sinne vom Charakter, die verliert der Mensch. Gott warnt ihn vor. Und das führt dazu, dass wir kaum ein Verständnis haben, was die Liebe Gottes eigentlich ist. Wie gesagt, wir beziehen uns bei der Vorstellung der Liebe meist auf unsere Biografie. Das heißt, ich frage mich, wie haben meine Eltern mich erzogen? Und die wenigsten von uns haben eine Erziehung, eine Liebe genossen, die nahe kommt dem, was Gott unter Liebe versteht. Wo man Familie nicht gründen sollte, weil man was zurückbekommt oder weil es sich wirtschaftlich lohnt, emotional lohnt. Nein, Kinder lohnen sich nicht. Im irdischen Sinne, im weltlichen Sinne, im wirtschaftlichen Sinne. Das ist die katastrophalste Investition, die du eigentlich machen kannst. Du musst zahlen und zahlen und geben und geben und geben und ob was zurückkommt, weißt du nicht. Aber diese Liebe Gottes, die der Vater in seinem Herzen hat, sein ganzes Leben zu geben, damit das Kind einen guten Weg findet, aber bedingungslos liebt, auch wenn es diesen Weg nicht erwählt. Oder wir denken dann vielleicht an eine Partnerschaft, wo wenige von uns, glaube ich, diese Partnerschaft geschlossen haben aus einer göttlichen Liebe. Sondern weil einfach die blauen Augen so wunderschön waren, die blonden Haare und wir verliebt waren, unsere Hormone uns eher zu der Entscheidung gebracht haben und weniger die Erkenntnis der Liebe Gottes. Dass ich mein Leben hingebe, nicht weil ich was nehmen will, was brauche und Erwartung habe, dass ich was bekomme, sondern weil ich in meinem Herzen einen Überfluss habe und eine Freude habe zu geben. Und wenn du mal ehrlich nachdenkst, als du auch vor dem Traueraltar standst, wenn du schon standst und große Worte gesagt hast, die von ganzem Herzen kamen, aber gewöhnlich mit ziemlich wenig Verständnis. Das ist auch okay, ist auch gar nicht so schlimm. Aber wenn man die Jahre hinweg
dann diese Partnerschaft weiterführt, dann merkt man oft, dass das große, ernst gemeinte Ziele waren, die aber manchmal wenig untermauert waren mit Verständnis, das tatsächlich auch auszuleben. Und dann ist es selten vielleicht bei uns, dass es wie bei dieser Frau war, die einen Autounfall hatte, in dem neu gekauften Auto des Mannes. Dann fuhr sie durch so eine enge Stelle und zack, war der Seitenspiegel weg. Und sie war völlig den Tränen nahe, völlig außer sich, wie es sein kann, dass sie jetzt das Auto ihres Mannes, was er vorgestern gekauft hat, geschrottet hat. Okay, sie steigt aus, unterhält sich mit dem anderen Menschen, sie tauschen Personalien aus für die Polizei, sie geht zu ihrem kleines Auto, macht das Handschuhfach auf, macht diesen Umschlag auf und da steht: Schatz, ich liebe dich, nicht das Auto. Wie schön wäre das, wenn das nicht nur schöne Worte sind, sondern das, was mein Partner jeden Tag von mir sieht und hört. Wie schön wäre das? Aber viel zu schnell sagen wir, das ist doch gar nicht möglich, Bernd. Völlig unmöglich. Das ist nicht möglich, Bernd. Du meinst nicht menschlich, aber möglich ist es. Und das wollen wir heute ein bisschen tiefer verstehen. Du darfst mit mir weitergehen zu Paulus, zu Epheser 5, wo Paulus ein Kapitel schreibt, wenn du es dir zu Hause mal durchliest, wo ich dir fast garantieren kann, dass du es falsch verstehst. Weil wir in unserem westlichen Mindset dieses Thema überhaupt nicht mögen. Da steht zum Beispiel sowas drin wie: Frauen, ordnet euch unter euren Männern. Das kannst du eigentlich nicht laut vorlesen, weil du weißt, dass die Klappen runtergehen bei Menschen und jeder sich denkt, was für ein veraltetes Buch. Was für eine überholte Wahrheit. Das waren Traditionen damals. Und wir nicht begreifen, dass Gott in der Ehe einen der intensivsten Bilder für die göttliche Liebe zeichnen will. Und dann kommt er zur Frau und sagt: Okay, Frau, du bist sehr wahrscheinlich, dass du schneller bist, diese göttliche Liebe zu verstehen, also gebe ich dir die Rolle der Unterordnung, dass du deinen Mann erhebst. Und die Männer, die sind meistens ein bisschen langsamer. Gott sagt zum Mann: Es ist nicht gut, dass du allein bist, also gebe ich dir einen Lehrer in dein Haus, der dich lehrt, was göttliche Liebe ist. Dass die Frau dich erhebt und du die Frau. Dass die Frau dich erhebt und die Frau dich. Und so geht es Richtung Himmel. Das ist der Plan Gottes. Was wir manchmal verstehen unter diesem Kapitel, seine Knechtschaft, sind alte Familienstrukturen, die heute nicht mehr funktionieren und auf die keiner Bock hat und die sowieso nicht möglich sind. Und da merken wir: Wow, wir haben so wenig Ahnung von der Liebe Gottes. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich wollte zum Vers 29. Da beschreibt Gott nämlich, dass Jesus die Gemeinde liebt, so wie ein verknallter Ehemann seine Frau. Und da heißt es, ich fange mal in Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch, seinen eigenen Körper gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes und von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Es würde kein DM, kein Rossmann, kein Arzt, kein Krankenhaus, keine Apotheke geben, wenn wir nicht so sehr versessen wären, dass wir unseren Körper nicht nur ein bisschen schützen, sondern pflegen, nähren und manchmal das mehr, als es gut ist. Also, es gibt 25.000 verschiedene Shampoos und Deos und alles wunderbar zu kaufen, besonders um deinem Nächsten einen Gefallen zu tun. Aber das zeigt uns so sehr, wie sehr wir darauf bedacht sind, von Natur aus, dass wir unseren Körper pflegen und nähren und darauf achten. Keiner von uns, der geschlagen wird, sagt: Körper, du hast es verdient, ist mir egal. Nein, wir sind empört und nehmen das persönlich, weil unsere Zellen hier uns eine Meldung im Gehirn geben. Also unser Körper ist das, was wir schützen wollen, weil wir denken, dass wir unser Körper sind. Aber wir sind ja nicht ein Gerippe aus Knochen, sondern wir sind ja viel, viel mehr. Aber wir wollen unseren Körper schützen. Und das ist ein Bild dafür, wie sehr Gott die Gemeinde liebt und sie pflegen will, nähren will. Und nicht nur das. Er identifiziert uns als seinen Körper. Viel zu oft denken wir bei Liebe Gottes, dass die Türen offen sind bei Gott, dass ich immer kommen kann und um Segen bitten kann. Ja, die Bibel spricht, dass das ein winziger Aspekt ist davon. Wenn du ins Alte Testament schaust, ins Neue Testament, dann ist da eine Leidenschaft Gottes für sein Leib, die Gemeinde. Das fängt im Alten Testament an,
dass Gott so Worte wie sagt, wie das Volk Israel ist mein Augapfel. Das heißt, wenn du meinen Augapfel antastest, mein Freund, dann bekommst du etwas zu spüren. Das Neue Testament ist nicht weniger drastisch, wenn es sagt, dass wenn du die Gemeinde Gottes zerstörst, dann wird Gott dich zerstören. Das ist so ein Feuer im Herzen Gottes, was vielleicht ein bisschen befremdlich ist, wenn ich die Liebe Gottes kaum kenne und denke, okay, die Liebe Gottes ist einfach dafür da, dass wir, wie beim Kirchentag, auf die Straße gehen und für Klima und für Politik demonstrieren. Das ist weit davon entfernt. Die Liebe Gottes ist so feurig, so eifersüchtig auf das, was ihm gehört, dass er dafür kämpft. Und jede Macht, die sich gegen Israel und gegen die Gemeinde erhebt, die hat eine falsche Entscheidung getroffen, die sie sehr bereuen wird. Nicht, weil das menschliche Rache ist, sondern das ist das Wort Gottes, wo er sagt, das ist mein Augapfel, meine Freunde. Taste nicht die Gemeinde an. Rede nicht schlecht über andere Gemeinden, weil so zerfallen die Hütte auch sein mag, es ist das Haus Gottes. So strange und abgefahren die Menschen auch darin sein mögen, es ist der Leib Jesu. Und vor dem sollte ich eine Ehrfurcht haben und ein Verständnis gewinnen, was Gott über seine Gemeinde fühlt und denkt. Manchmal driften wir so ab in diese Selbstzentrierung, dass wir denken, ich im Universum alleine oder ich an der Spitze des Universums, Gott liebt mich. Und nicht verstehen, dass die Liebe Gottes in erster Linie für den Leib ist, wo ich ein kostbarer Teil davon sein darf. Aber ich mache mich nicht zum Fokus und alle alleinigen Menschenbürger, sondern ich begreife, diese Liebe Gottes ist für die ganze Welt da. Die Bibel beschreibt es auch, dass wir seine Braut sind. Und eben hier in dem Kapitel, dass wir sein Leib sind. Denkst du, Jesus vernachlässigt seine Gemeinde? Sollten wir uns nicht mehr Sorgen machen? Nicht mehr Ängste haben? Nein. Jesus ist sehr besorgt um seine Braut. Ist sehr besorgt um seinen Körper. Und er vergisst nicht, ihn zu pflegen und zu nähren. Und so wie seinen Kindern wird ein Vater oder eine Mutter nicht alle Wünsche erfüllen, aber alle Bedürfnisse erfüllen, damit er wachsen kann. Manchmal sagt mein Bauch mir, 10. Donut, kein Problem, haust dir rein. Nein, so ist Gott nicht. Er erfüllt mir nicht alle Bedürfnisse nach dem 10. Donut. Aber er gibt mir alles, was ich brauche, damit ich stark und gesund in meinem Glauben wachsen kann. Und dann bete ich nicht nur für Segen, dass er endlich vom Himmel fällt, sondern dann begehre ich Verständnis, dass ich eins bin mit Jesus. Dass ich der Leib Jesu bin, unter anderem. Dass wir der Leib Jesu sind und Jesus in unserer Mitte wohnt. Dann versuche ich nicht nur Segen zu empfangen, sondern Erkenntnis zu gelangen. Dass ich Teil des Leibes Jesu bin. Und das ist ein wunderbares Thema, über das sich lohnt nachzudenken und zu beten. Jesus, zeig mir, dass ich ein Leib bin mit dir, dass ich eins bin mit dir. Ohne diese Tiefe der Liebe werde ich nicht die Liebe Gottes erkennen. Werde ich vielleicht stehen bleiben bei der Oberfläche, um Schutz, Segen und Bewahrung zu beten. Aber werde ich nicht in die Tiefe des Herzens und des Feuer Gottes vordringen, wozu Gott mich ruft. Und ich habe das so erlebt, dass Gott uns diese Stufen weiterführt, wie wir gleich noch sehen werden, ist diese erste Stufe der Liebe, die ich mit 13 erleben durfte. Ich war bei einer Freizeit, keine Ahnung mehr, was der Prediger da gepredigt hat, aber zwei Sätze hat Gott mir ins mein Herz gegeben. Bernd, ich liebe dich und ich bin für dich gestorben. Und das war ein Feuer in meinem Herzen, was kein Mensch da hätte hineinlegen können, wo ich seitdem wusste, es gibt einen Gott und dieser Gott liebt mich. Aber wenn du die Bibel ein bisschen betrachtest, dann ist das höchstens ein Drittel von dem, was die Bibel uns als Evangelium präsentiert. Von dem her bleibe ich nicht stehen bei dem Wissen um Liebe. Weil nach meiner Bekehrung, die irgendwie bei mir so ein bisschen in Häppchen passiert ist, nach meiner Bekehrung hatte ich überhaupt keinen Sieg. Ich wusste, dass Gott mich liebt und trotzdem hatte ich keine Erkenntnis über die Liebe. Bin in die Schule gegangen, habe mich geschämt für dieses komische Evangelium, was in meinem Kopf nicht Sinn macht, was aber in deren Kopf noch viel weniger Sinn macht. Aber ich wusste, dass dieser Gott dieses Evangeliums lebt. Aber ich hatte kein Verständnis und keine Kraft, es zu leben. Ich hatte Ostern zum Drittel erlebt, geschweige denn von jedem Pfingsten. Und wie kann ich
einen Glauben leben, der frisch mit Freude und in der Fülle des Heiligen Geistes lebt, wenn ich noch nicht mal das ganze Ostern erlebt habe, geschweige denn Pfingsten. Und in der Situation waren die Jünger hier auch, die am Tisch bei Jesus saßen. Wenn wir wieder zurückgehen zu Johannes 13, da sehen wir eine sehr, sehr interessante Mischung an Leuten am Tisch da versammelt. Charakter, völlig selbstzentriert, völlig egoistisch. Am Tisch, wo Jesus sagt, das ist mein Brot, diskutieren sie noch, wer jetzt der größte und tollste Held am Tisch ist. Also keine Erkenntnis über göttliche Liebe und Demut. Ihr Verständnis war ultra begrenzt, weil sie die ganze Zeit Fragen stellen und Jesus selbst sagt, okay, das werdet ihr noch später verstehen. Also Charakter miserabel, Glaube ziemlich brüchig und Verständnis sehr begrenzt. Keine sehr guten Aussichten für die nächsten Tage. Wo wir aber dann sehen, dass Jesus in diese Jünger eine Hoffnung setzt, die ganze Welt zu verändern. Und wir sehen das dann später bei Paulus, wo er uns diese Liebe Gottes genauer beschreibt. Und da will ich jetzt nicht direkt hingehen, aber in 1. Korinther 13 wird uns verschiedene Eigenschaften der Liebe beschrieben, die man zusammenfassen kann in drei Wörter. Ist wow, W-O-W, drei Buchstaben. W-O-W. W ist, weil Gott immer meinen Wert sieht, weil er gnädig und geduldig und langmütig und noch tausend andere Dinge ist. Meinen Wert verliert er nie aus den Augen. Warum muss Gott geduldig sein? Ja, weil ich es genügend oft verbock. Das heißt, obwohl Gott meine Schwächen sieht, obwohl Gott mein Versagen sieht, obwohl Gott so viele Sünden in meinem Leben sieht, ist er geduldig. Und das kann er nur, weil er meinen Wert sieht. Oh, ohne Egoismus. Es ist kein Verlangen in Gottes Herz, etwas von dir zu bekommen. Und wenn er es nicht bekommt, dann schiebt er sich beiseite. Aber daran haben wir uns so sehr gewohnt, dass wir Beziehungen führen, weil wir Erwartungen haben, etwas zu bekommen. Und wenn ich das nicht bekomme, schlimmer noch, wenn du mir was wegnimmst, ja, dann sage ich, okay, dann geht man mir auch die Riegel runter. Willkommen in dem kleinen Gefängnis der menschlichen Liebe, was für mir meine Biografie vielleicht gelehrt hat. Aber die Bibel lehrt mich völlig anderes. Und das letzte W ist die Wahrheit. Wo ist hier, wie wir gleich zur Fußwaschung kommen, Jesus den Jüngern ganz klar sagt, sorry, das so zu sagen, aber du bist dreckig. Tut mir leid, das so zu sagen, aber du stinkst. Wo Wahrheit ein wesentlicher Bestandteil davon ist, dass Gott uns liebt. Und das ist keine verurteilende Wahrheit, sondern eine Wahrheit in Anbetracht dessen, dass Jesus sie jetzt waschen will. Vielleicht kennst du die Geschichte in Johannes 13. Ich fange mal an, Vers 2. Und während des Mahls, also das Passamahl hat gerade schon angefangen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und auch wieder zu Gott hinging, stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf gar keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Jesus mag Menschen nicht, anders gesagt, Jesus mag nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, die sich nicht duschen wollen. Wenn ich meine Frau eine Woche nicht geduscht, schön herzlich in die Arme nehme, dann wird sie mir wahrscheinlich eher von der Ferne winken wollen. Also es gibt keine Gemeinschaft zwischen einem Menschen mit einer guten Nase und einem stinkenden Menschen. Vielleicht Online-Gemeinschaft. Aber es gibt keine echte Gemeinschaft zwischen einem stinkenden Menschen und einem Menschen, der Wohlgeruch gewohnt ist und gute Rezeptoren in der Nase hat. Geht nicht. Es ist nicht, weil Jesu Herz erfüllt ist mit Hass und er genervt ist, sondern es ist von Natur aus, dass Gestank und gute Nase keine gute Freunde werden. Den Punkt, den wir hier sehen, ist der zweite Punkt. Nicht nur Liebe Gottes sollen wir verstehen, sondern auch Vergebung. Vergebung ist das Bild, was hier verwendet wird für diese Fußwaschung. Jesus kommt zu den Jüngern und wäscht ihnen all die Füße. Und er sagt, wer aber, weil Petrus dann nachher noch sagt,
ja, nicht nur die Füße, weil ich will Gemeinschaft mit dir haben, nicht nur die Füße, sondern den ganzen Leib. Und Jesus unterscheidet da zwischen dem, was jeden Tag nötig ist, oder mehrmals, wenn ich in ein Haus komme, war bei den Römern damals so üblich, dass man in so einem Gesellschaftsbad sich badete mit dem ganzen Leib und dann zu Hause, wenn man bei jemandem eingeladen war, wurde einem nochmal die Füße gewaschen, weil die Füße eben durch den Staub laufen und schneller dreckig werden oder immer wieder dreckig werden. Und Jesus sagt hier, wer gebadet ist am ganzen Leib, ein Bild dafür, dass durch das Blut Jesu Christi all deine Sünden weggenommen wurden, der hat es nicht nötig, dass ihm, jetzt habe ich es verloren, also wer gebadet ist, ich muss es lesen, tut mir leid. Vers 9, lesen wir einfach weiter, dann haben wir die genauen Worte. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Also wir merken da, einer hat wohl gestunken, bildlich gesprochen, das war der Judas, weil sein Herz dem abgewendet war, was Jesus vorhatte. Und er sagt, wer gebadet ist, gewaschen ist am ganzen Leib, der hat es nicht nötig, dass er nochmal gewaschen wird. Es ist nur einmal, Klammer auf, pro Tag. Der hat es nicht nötig. Wenn ich Vergebung empfangen habe, dann bin ich rein. Aber trotzdem ist diese Fußwaschung immer wieder nötig, damit ich nicht stinke. Und wie wunderbar ist es, wenn ich am Körper gewaschen bin, aber meine Käsfüße noch sowas von stinken, dass es trotzdem für den Nächsten unangenehm ist. Und hier finden wir so viel an Wahrheit über Vergebung. Petrus kriegt die Krise, weil er dieses Verständnis nicht hat, dass Jesus ihn waschen würde. Was das bedeutet, finden wir in Matthäus 15. In Matthäus 15 spricht Jesus nicht über die Füße, die gewaschen werden sollen, sondern über die Hände. Die Hände, damals macht das man so, bevor man zum Markt ging, heute auch, wusch man sich die Hände, wenn man wieder zurückkam. Das haben seine Jünger nicht gemacht und wurden kritisiert. Und da lesen wir in Matthäus 15, ab Vers 11, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er beantwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Dann geht es weiter in 17. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in Abort geworfen wird, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Und dann gibt er noch 7 Beispiele, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen oder im natürlichen Sinn, jetzt seine Füße nicht zu waschen, die Zähne mal nicht zu putzen, das ist nicht, was dich in der Beziehung zu Gott verunreinigt. Jesus erklärt das hier, dass wir Reinigung brauchen. Jesus will diese Gemeinde reinigen. Jesus will dich, will dein Herz reinigen. Wir haben schon Vergebung bekommen, ja. Aber diese Vergebung soll etwas sein, was mir permanent im Bewusstsein ist. Und er geht sogar noch weiter. Nicht nur dieses einmalige Waschen, nicht nur diese Vergebung, sondern auch meine Natur. Meine Natur, wir feiern hier in Johannes 13 gerade das Passafest. Diese Woche, wie erklärt, war dieses Fest der ungesäuerten Brote. Und die Bibel sagt, dass das ungesäuerte Brot nicht im Haus sein soll bei den Israeliten. Jetzt denkst du dir, gesäuertes Brot ist doch super lecker, Sauerteig mag ich. Gott hat nichts gegen das Brot, was so gut schmeckt, sondern es verwendet das als Bild, dass dieser Sauerteig, ein bisschen Sauerteig, wird zum großen Leib hinzugefügt, vermischt und fängt an zu gären. Und das ist ein Bild dafür, dass diese alte Schöpfung und diese neue Schöpfung nicht vermischt werden soll. Das Menschliche, diese selbstzentrierten Gedanken, an die wir uns gewöhnt haben seit Kind auf, wenn die vermischt werden, dann gibt das nichts Gutes. Und Gott hat kein Wohlgefallen daran. Und das Dritte, was wir unbedingt brauchen, ist ein Verständnis über unsere neue Natur. Dass wir eine neue Schöpfung sind. Und wir machen oft so viele Eigentore. Vielleicht haben manche von euch gestern das Champions League-Finale gesehen. Ich habe es in Ausschnitten gesehen. Und ich denke, wir haben oft so viel guten Willen, so viel Motivation, so viel Elan. Aber was wir manchmal machen,
ist, dass wir dem Gegner die Arbeit abgeben und uns selbst Eigentore schießen, indem wir faule Ausreden so vertraut mit ihnen sind. Mein Kind kann nicht gehorsam sein, weil es ist schon müde. Ich muss vorsichtig sein, weil ich diesen Satz freundlich gesagt nicht mag, weil es mir Ausreden gibt, warum ich in Zeiten nicht mehr fähig bin, mein Kind zu erziehen. Wenn ich Ausreden mir aneigne, wann diese neue Schöpfung nicht mehr möglich ist, dann schieße ich mir Eigentor nach Eigentor und Eigentor. Und die Konsequenz wird Träne nach Träne nach Träne sein. Wenn ich, wie ich so oft höre, wenn ich meinem Kind die Verantwortung abnehme, gehorsam zu lernen, damit, dass ich auf die Uhr schaue und es schon zu spät ist, oder wie Luise gesagt hat vorhin, eine schwierige Phase gerade hat oder ein schwieriges Temperament hat oder sonstiges, bedeutet ja nicht, dass mein Kind vielleicht mehr Herausforderungen hat, gehorsam zu sein. Aber wenn ich ihm wegnehme, diesen Anspruch an Gehorsam, dann tue ich meinem Kind sehr, sehr Ungutes. Ich meine, das ist bei allen Familien sicher so, spannende Zeit zu Bett gehen. Dann machen wir das immer so, wir haben recht einigermaßen festes Ritual, wir nach dem Essen oder vorm Essen gehen wir duschen, das ist recht variabel, und dann lesen wir die Bibel, beten und dann gehen wir Zähne putzen und ins Bett. Eigentlich recht einfach, das läuft immer so abgewöhnlich, außer es ist irgendeine besondere Veranstaltung oder so. Und auf jeden Fall hier und da findet einer meiner Söhne nicht mehr genug Kraft in seiner Laune, dass er tatsächlich beim Zähneputzen den Mund aufmacht. Und dann steht er so halt da und macht seinen Mund aber nicht auf. Und dann ist die Aufgabe für ihn, gehorsam zu lernen, aber die größere Aufgabe ist für mich, dass ich mit den gleichen Werten, mit der gleichen Geduld, mit der gleichen Liebe meinem Sohn jetzt die Zähne putze. Und wenn er den Mund nicht aufmacht, dann gebe ich ihm meinen Bussi und führe ihn liebevoll zum Strafstuhl. Weil nur, weil er ein bisschen müde ist und ein bisschen Laune gerade hat, muss er trotzdem Zähne putzen und muss er trotzdem seinen Vater ehren und mitkommen zum Zähneputzen und seinen Mund aufmachen. Dann kann ich nicht sagen, oh, mein Sohn ist gerade müde. Und dann sagst du, ja, aber das ist so schwierig. Dann frage ich dich, wer bist du? Bist du ein wiedergeborener Christ, der eine neue Schöpfung ist? Oder bist du eine alte Schöpfung? Ich verliere alles, wenn ich die neue Schöpfung beiseite lasse und sage, das geht gar nicht. Ich kann meinem Chef nicht freundlich begegnen. Richtig, du kannst es nicht, weil du glaubst, dass du tot bist. Die Bibel sagt, du bist lebendig, also kannst du. Der Druck ist zu hoch, ich schaffe das nicht, ich bin zu müde, der Stress ist zu hoch. Richtig, für die alte Schöpfung. Und das ist das Angebot der Bibel, was es dir vorlegt. Du bist lebendig, möchtest du es glauben. Weil der Maßstab Gottes wird sich nicht verändern. Dass ich mal vor Gott stehen werde und Rechenschaft darüber gebe, in welchem Maß habe ich geglaubt, dass ich neu geworden bin. In welchem Maß habe ich geglaubt, dass ich neu geworden bin. In welchem Maß habe ich erlaubt, dass Ausreden, die meine Seele so sehr spürt, die mein Ego so sehr streicheln, die meine Umstände und meine Mitmenschen mir vielfach anbieten, die aber nichts damit zu tun haben, dass ich nicht mehr tot, sondern lebendig bin. Und es ist nicht möglich. Anders gesagt, es ist nicht menschlich, göttlich zu leben. Aber durch den Heiligen Geist ist der Himmel in dein Herz gekommen. Und wir schießen uns Eigentor nach Eigentor nach Eigentor. Wenn wir Ausrede nach Ausrede nach Ausrede. Und wenn ich sage, mein Kind hat ein schwieriges Temperament und jetzt ist es schon 5 und gehorcht mir immer noch nicht, warum in alles in der Welt hat diese schwere Schule mich immer noch dazu geführt, dass mein Kind mich provozieren darf, was ich ihm jedes Mal erlaube? Das liegt mir so am Herzen, weil ich es so gewöhnlich empfinde, dass wir so viele Ausreden erlauben in unserem Herzen und damit uns so viel Segen und Genuss der neuen Schöpfung selbst rauben. Wo das eine Einladung ist, dieses Fest der ungesäuerten Brote, den alten Sauerteig beiseite zu lassen, sich waschen zu lassen von Jesus
und zu sagen, wir sind eine siegreiche Generation, in denen der Heilige Geist wohnt. Und ja, es ist ein Kampf, damit mein Fleisch und meine Seele leiser und leiser wird. Aber dieser Kampf ist es wert, dass ich kämpfe. Und dann lege ich ein Fasten ein und dann verleugne ich meine selbstzentrierte, egoistische Haltung in meinem Herzen. Und ich weiß, dieses Wort ist wahr, das sagt, ich kann im Sieg leben. Ich kann in Liebe leben, auch wenn ich nichts bekomme. Was völlig normal ist in der geistlichen Welt. Was so schön ist, wenn wir das begreifen. Was mich immer wieder in den Punkt bringt, wo ich zu Gott schreie, ist es ein Vers, ist Epheser 4,1. Epheser 4,1 ist sehr kurz, aber sehr knackig. Wo Paulus sagt, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Sehr einfach, sehr schlicht. Dein Leben soll würdig sein der hohen Berufung, die du hast. Wenn, wie wir neulich gelernt haben, wenn der Christus, der Gesalbte, mich beruft, dass ich ebenso ein Gesalbter, eine Gesalbte bin in dieser Welt, dann sollte mein Lebensstil würdig sein zu dem, wozu Gott mich berufen hat. Und das ist so ein kostbarer Moment. Wenn ich überlege, ich merke in meinem Herzen, dass ich immer wieder Ausreden mir beiseite und zurechtlege. Und in meinem Umfeld super viele Begründungen finde, warum ich nicht göttlich lieben kann. Und zwar immer und jederzeit. Dann ist es so kostbar, wenn ich an diesen Punkt komme, wo ich sage, Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Es ist menschlich nicht möglich. Lehre mich deine göttlichen Wege. Wenn ich an diesen Punkt der Verzweiflung über meine eigenen Möglichkeiten nicht hinfortschreite, nicht darüber hinwegkomme, dann bleibe ich bei einem Leben in Niederlage. Und die Bibel beschreibt mir auf jeder Seite das göttliche Leben, wo ich merke, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und irgendwann will ich es auch nicht mehr. Und ich lege mir Ausreden zurecht, damit ich mir selbst wenigstens ein gutes Gefühl gebe, weil ich sonst nicht klarkomme, ein anscheinend aufrichter Christ zu sein. Lebe würdig. Das soll dich zu diesem Punkt führen, wo du merkst, ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Und Gott hat einige Momente in meinem Leben mir wunderschön vorbereitet, wo ich mit viel, viel Tränen an diesen Punkt kam, Gott, ich schaffe es nicht. Gott hat mir für einige Jahre, lang bevor ich Elke kennenlernte, gesagt, Bernd, gib mir dieses Thema Beziehungen, ich gebe dir Handschellen, mach nichts in Sachen Beziehung. Ich habe mir sehr eine Partnerschaft gewünscht. Und Gott hat das gefühlt aus meinem Herzen rausgerissen. Und ich wusste nicht, ob er es jemals mir wiedergibt oder ob ich ehelos bleiben soll. Und Gott hat mich an diesen Punkt gefühlt mit vielen Tränen, wo ich wusste, Gott, ich schaffe es nicht. Es ist wie, als wenn ich auf einem Seil balancieren soll, 500 Meter und mit richtig viel Gepäck. Ich werde nach 2 Metern runterkippen. Ein anderer Punkt, der mich immer wieder an meine Grenzen bringt, ist, wenn ich darüber nachdenke, diesen Vers, du sollst der Berufung würdig wandeln, die du hast. Es ist mein Dienst, hier zu dienen. Es ist hier, Gottes Wort zu erklären. Weil ich weiß, dass hunderte Leute mir zuhören und ich eine Verantwortung habe, dass ich das Wort bringe, erstens so, wie es dasteht und zweitens, dass ich es irgendwie schaffe, mit dem Heiligen Geist zusammen, dass das tatsächlich durch deine kritischen Schranken da oben geht und irgendwie wenigstens ein bisschen davon in dein Herz gelangt. Und das ist manchmal eine Verantwortung, die mich mutlos am Boden zurücklässt. Weil ich merke, Gott, ich kann es nicht. Und diese Verantwortung, ich scheue sie lieber. Und ich würde mich lieber am Ende in die letzte Reihe setzen und nichts machen. Da kann ich auch nichts falsch machen. Wandle deiner Berufung würdig. Das Ziel ist, dich an die völlige Verzweiflung von deiner eigenen Weisheit, deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Einschätzung, deines Vermögens, deiner Fähigkeiten zu kommen, damit du endlich die Hände aufmachst und sagst, Gott, ich schaffe es nicht, ich lasse auch alle Ausreden beiseite, die mich stärken, es doch zu versuchen. Und ich lasse zu, Heilige Geist, dass du das irgendwie in mir machst. Irgendwie. Und dann gehe ich aber auch mit Mut, weil Gott sagt, keine Sorge, mein Kind, ich habe genügend Kraft für dich vorbereitet.
Aber wenn ich an diesen Punkt nicht komme, völlige Verzweiflung von meiner eigenen Fähigkeit, dann wird vielleicht irgendwann mal ein tiefer Fall kommen, der das alles aus mir rauskommt und das wird unangenehm. Der vierte Aspekt ist, den wir an Pfingsten kürzlich gefeiert haben. Es ist, was wir in Johannes 13 lesen, wo Jesus seinen Jüngern diese Aufgabe überträgt, nicht nur Empfangende zu sein, sondern Geber. Da sagt dann Johannes 13, Vers 15, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Er ruft sie raus, nicht nur Empfangende zu sein, sondern Gebende. Und da fehlt ein logischer Schritt. Bevor ich geben kann, muss ich etwas empfangen. Und das habe ich an Pfingsten empfangen. Habe ich empfangen, als der Heilige Geist in mein Herz hineingekommen hat und mir alles, mich mit allem ausgerüstet hat, was ich brauche. Und die Aufgabe ist nicht nur einfach zu dienen, sondern zu waschen. Das heißt, wenn ich waschen soll, dann muss ich diesen Menschen auch sehen und wahrnehmen. Wenn ich im Gespräch mit jemandem bin, wenn du predigst oder wenn du im Gespräch bist mit Menschen, dann sollst du dienen, aber besonders waschen. Dann sollst du Menschen waschen von so vielen Lügen, die auf sie gekommen ist, als Dreck, als Gestank. Und das ist die Perspektive, wie ich herausfordernde Menschen, herausfordernde Mitmenschen, die es ja teilweise geben soll, nicht nur ertrage, sondern ihnen mit Freude diene. Das ist diese Perspektive, dieser Mensch, er ist dreckig. Das muss ich ihm natürlich nicht so sagen, weil dann dreht er sich um und hält mich für einen arroganten Idioten. Aber in meinem Herzen, diese Einstellung, du bist so schräg und so komisch und so stinkend und so dreckig. Und ich verachte dich nicht deswegen, sondern mein Auftrag ist es, dich zu waschen. Und dann kommt dein Minderwert vielleicht nur so rausgeschrien. Und dann komme ich mit Ehre. Nicht nur der Leistung, sondern deinem Wert gegenüber. Und dann versuche ich, nach Handlungen und nach Worten zu suchen, um deine Ehre zu stärken. Weil das eine Lüge ist, wo der Feind dich zerstört hat. Und wir haben gerade eben gelesen, in Vers 2, während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hat. Der Teufel kommt zu zerstören, aber Jesus kommt, um aufzubauen. Kommt aufzubauen in Sachen Ehre, nimmt die Scham wieder weg. In Sachen Schuld und bringt Vergebung. In Angst und Sorge, Nöte, kommt er mit Versorgung, mit Zuspruch und mit Mut. Und das ist dein und mein Auftrag, dass wir Menschen sind, die waschen. Nicht nur unser schönes Auto, nicht nur unseren schönen Teppich zu Hause, sondern die Herzen von Menschen zu waschen. Und wenn du an die Menschen denkst, die vielleicht in deiner Wohnung wohnen, die vielleicht auf deinem Arbeitsplatz den Platz mit dir teilen, den du begegnest, wie kannst du sie waschen? Welche Nöte haben sie? An Minderwert, an Scham, an Schuld, an Mutlosigkeit, an Ängsten, an Sorgen. Wie kannst du sie waschen? Mit Gesten der Liebe, mit einfachen Gesten der Liebe, einfache Geschenke, einfache Aufmerksamkeiten, wo du jedes Mal sagst, Gott, ich will meinen komischen Arbeitskollegen jede Woche mindestens einmal waschen. Und dann kommst du mit einem Kaffee, obwohl er dich gestern benachteiligt hast. Dann kommst du in der nächsten Woche und sagst, okay, Gott, wie kann ich ihn waschen heute? Und sagst, okay, gerne, du darfst das Projekt haben. Kein Problem, du hast die Qualifikation. In der nächsten Woche sagst du, Gott, ich will ihn wieder waschen. Und diesmal kannst du vielleicht nur die Tür aufhalten. In der nächsten Woche sagst du, redest du gut vor anderen über ihn. Und Gott wird es da führen, dass er das mitbekommt. Und sich gewaschen fühlt und gewaschen fühlt und gewaschen fühlt. Und du dazu da beitragen kannst, dass Menschen all ihren Gestank und all ihren Schmutz verlieren. Wo wir oft hängen bleiben dabei, ist, dass wir uns ekeln wegen dem Gestank oder dem Schmutz des Nächsten. Und nicht begreifen, dass ich rein geworden bin und dass mein Auftrag ist, in der Kraft des Heiligen Geistes andere Menschen zu waschen. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Dass wir unsere Herzen zu Gott strecken, unsere Arme zu Gott strecken. Dass der Heilige Geist unsere Herzen reinigt. Den ganzen Sauerteig von Alten, von Irdischen, von Selbstzentrierten und ja, von Ausreden. Dass er uns zeigt, wo wir Ausreden, wo wir eigene Ehre suchen, wo wir in Beziehungen nur Gewinn suchen und schon längst die Freude verloren haben, zu geben und zu geben und zu geben aus dem Reichtum, den er in mein Herz füllt, jeden Tag.
wo ich mit menschlicher Psychologie komme und sage, ein Mensch kann nur das und das ertragen, dann ist er leer. Dann lasst uns wieder uns anschließen an die Quelle des Heiligen Geistes, der ein übernatürliches Leben für uns vorbereitet hat. Nicht scheut, Dinge anzusprechen in meinem Leben, wo es stinkt, wo es dreckig ist und bereit ist, es zu waschen, uns zu stärken, uns zu erfrischen, dass wir leben können in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich lade dich ein, dass du dein Herz ausstreckst zu Gott und sagst, Gott, ich will dich. Darfst es gerne laut aussprechen. Reinige mein Herz. Reinige meine, ja, nimm weg alle Ausreden. Und öffne meine Augen für die neue Schöpfung in mir. Lehre mich deine göttliche Liebe. Und Himmel, ich heiße dich willkommen in meinem Herzen. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Danke, Heiliger Geist, dass du so gnädig bist. Heiliger Geist, mach mich zu einem Wohlgeruch für die Menschen um mich. Ja, ich lade dich ein, dass du jetzt Dinge vor Jesus bringst, die in deinem Herzen hochsteigen, die der Heilige Geist anfasst, wo er Lebensbereiche öffnet, wo er Menschen in dein Bewusstsein bringt, wo er aber vielleicht auch eine falsche Haltung in deinem Herzen hochbringt, wo du in deinem Gebet nur für Segen bittest, in Angst nur für Bewahrung bittest und dein Herz nicht danach schreit und sich sehnt, mehr zu verstehen, eins mit ihm zu sein. Vater, ich danke dir, Herr, für diese wunderschöne Braut, die vor dir steht. Danke, Papa, dass du nicht unsere Fehler siehst, den Gestank und auch den Schmutz dich davon hindern lässt, sondern dass du in uns schon diese Reinheit hervorblitzen siehst, die du jetzt waschen willst, reinigen willst und zu neuem Glanz bringen willst. Danke, Vater, für deine Vergebung heute Mittag neu. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und all meine Schuld, all mein Mieses, all das Schlechte in mir wegzuwaschen. Und nicht nur einmal, sondern dass du mir eine neue Natur gegeben hast, ein neues Herz, eine neue Schöpfung. Vater, ich bete dich, bitte dich, dass du uns lehrst, dass wir alle unsere Hoffnung setzen auf dieses Neue in uns, auf diesen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dass wir einen Unterschied machen auf dem Arbeitsplatz, dass wir einen Unterschied machen in unserer Familie, Herr. Und dass wir so leben, würdig leben, der hohen Berufung, als Himmelsbürger auf dieser Erde zu leben, als Menschen zu leben, die gefüllt sind mit der reinen Liebe Gottes. Danke, Vater, dass du unserer langsamen Seele, unserem langsamen Verständnis auf die Sprünge hilfst und uns das eine um das andere lehrst, was es bedeutet, Himmel auf Erden zu leben. Und ich danke dir, dass du nicht schockiert bist über all unser Versagen, was wir vielleicht angesammelt haben die letzten 100 Jahre. Danke, dass heute ein neuer Tag ist, wo wir neu starten dürfen mit dir und wo wir neu sagen dürfen, Heiliger Geist, schenk mir Begehren, eins zu sein mit dir. Halleluja. Danke, dass du mehr hast als ein bisschen Segen für uns, sondern diese Einheit mit dir, den allmächtigen Gott. Und dass du uns aussendest, uns Aufträge gibst, die weit über unsere menschlichen Fähigkeiten gehen, damit wir selbst und jeder um uns herum sieht, dass Himmel auf Erden in uns lebt. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst.